Spinat und Spiegelei. Unter diesem Titel lädt das BFI Niederösterreich am Gründonnerstag traditionell Vertreter aus Politik und Wirtschaft zum gemeinsamen kulinarischen Genuss ein. Bereits zum 10. Mal wird diese Veranstaltung heuer durchgeführt. Das Interesse war wie immer enorm. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Zahlreiche Gäste wollten es sich auch in diesem Jahr nicht entgehen lassen. Spinat und Spiegelei. Eine Veranstaltung des BFI Niederösterreich, die am Gründonnerstag stattfand, und zwar im Aviatikum Wiener Neustadt. So nutzte man das Zusammenkommen auch gleich, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Das BFI Niederösterreich hat insgesamt eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. So konnte man auf eine Erfolgsbilanz zurückblicken, die sich sehen lassen kann. Je nach Betrachtungszeitraum könnte man sagen, wir haben uns in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Also innerhalb von 10 Jahren wurde der Umsatz verdreifacht. Dementsprechend natürlich auch die Anzahl der Kursteilnehmer und unserer Unterrichtseinheiten, die wir durchführen. Wir haben im Durchschnitt bis zu 20.000 Teilnehmer und das Ganze verteilt sich auf rund 2.000 Kurse. Aufgrund dieser erfolgreichen Entwicklung und des steigenden Bedarfs wurden in den vergangenen Jahren einige Bauprojekte umgesetzt. So etwa das neue Bildungs- und Kompetenzzentrum Wiener Neustadt am Gelände der Civitas Nova. Innerhalb weniger Monate wurde ein hochmoderner Ausbildungsstandort errichtet. Im Mai dieses Jahres wird nun mit dem Zubau begonnen. Wir haben pro Jahr im Schnitt alleine an diesem Standort 260 Seminare, die wir durchführen. Neustadt ist insgesamt mit uns an 5 Standorten belegt. Wir brauchen diese neuen Schulungsräume. Es werden 260 neue Bildungsplätze entstehen. Topmodernes Seminarzentrum, modernste Schulungseinrichtungen, 11 neue Schulungsräume. Für das BFI Niederösterreich ist es ein großer weiterer Schritt der Weiterentwicklung. Wir haben erst vor 2 Jahren die neue Zentrale hier in Wiener Neustadt eröffnet und wir platzen schon wieder aus allen Nähten. Und das ist ja ein gutes Zeichen für ein Bildungsinstitut, wenn die Nachfrage sehr groß ist. Und für uns ist es auch wichtig, hier in Wiener Neustadt die beste Qualität an Schulungsräumlichkeiten anzubieten. Und daher ist dieser Ausbau notwendig geworden. Aber sehr gerne investieren wir dieses Geld, weil es letztendlich den Kundinnen und Kunden zugutekommt. Das BFI Niederösterreich ist für die Stadt Wiener Neustadt ein besonders wichtiger Motor, was die Weiterbildung von berufstätigen Menschen betrifft. Ich freue mich, dass das Projekt so toll klappt. Der Ausbau ist ein immenser Sprung nach vorwärts. Und ich kann dem Geschäftsführerteam und der gesamten Mannschaft nur gratulieren. Hinter dem Erfolg des BFI stehen auch jahrelange Kooperationen mit Einrichtungen wie dem AMS Niederösterreich. Aus diesem Grund ließen es sich die Verantwortlichen des BFI nicht nehmen, im Rahmen der Veranstaltung AMS-Landesgeschäftsführer Karl Fackler zu seinem 60. Geburtstag zu gratulieren und ihm für die erfolgreiche Zusammenarbeit zu danken. Wir haben den Auftrag, Menschen, die nicht leicht Arbeit finden, weil ihnen Ausbildungen fehlen, in den Stand zu versetzen, dass wieder attraktive Arbeitskräfte werden. Und dafür brauchen wir Partner und Partnerinnen, die diese Ausbildung übernehmen, diese Qualifizierung. Das ist ein Schweißkurs, das kann eine komplette Lehrausbildung sein, die ein Erwachsener nachholt. Und dafür brauchen wir Träger wie das BFI und da ist das auch eine sehr erfolgreiche und sehr fruchtbare Kooperation in den letzten Jahren gewesen. Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde dann, wie der Name der Veranstaltung schon sagt, zu Spinat und Spiegelei geladen. Für die Verantwortlichen des BFI eine kleine Stärkung, bevor im Mai mit dem Zubau des Bildungs- und Kompetenzzentrums gestartet wird. Oder besser gesagt, durchgestartet wird.